begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Matthias Huckemann und ich spreche heute mit meinem geschätzten Kollegen Markus Redemann über das Thema Social Selling. Halt, Markus, bevor wir direkt einsteigen, vielleicht sagst du nochmal, warum du dieses Thema für den Podcast vorgeschlagen hast, weil mein erster Gedanke war, Social Selling, dazu haben wir doch eigentlich alles gesagt. Den Eindruck kann man tatsächlich haben, denn dass Social Selling eine wichtige Rolle für den Vertriebserfolg spielt, ist bekannt. Allerdings ist auch bekannt, dass die Benutzung von Zahnseide einen positiven Effekt auf die Zahngesundheit hat. In beiden Fällen mangelt es allerdings an Konsequenz bzw. teilweise auch an der richtigen Anwendung. Das ist wirklich ein interessanter Vergleich, Markus. Ich erinnere mich in dem Kontext an unsere Trendstudie, die wir mit der Uni Bochum mal durchgeführt haben, wo sich rund 1000 Unternehmen beteiligt haben. Auch da war Social Selling die Nummer 1 bei den Kompetenzfeldern für Vertriebsmitarbeiter, die es zu entwickeln gilt. Was macht denn die Umsetzung bei Social Selling so schwierig? Das mit der Zahnseide lassen wir mal außen vor, das ist unangenehm. Das stimmt, ja, da bin ich vielleicht auch nicht der Experte für, aber fürs Thema Vertrieb. Also viele Vertriebler und Führungskräfte sind einfach sehr zögerlich, wenn es um Xing und LinkedIn geht. Man hört häufig, das bringt doch nichts, kostet nur Zeit, sind dann die typischen Erklärungen, die genannt werden. Allerdings vergisst man dabei, sich intensiv mit den Vorteilen auseinanderzusetzen. Und es mangelt manchmal auch an Wissen über die Möglichkeiten, die eine Plattform wie beispielsweise LinkedIn bietet. Es bleibt dann meist dabei, dass ein Profil erstellt wird und sich die weiteren Aktivitäten dann weitestgehend darauf beschränken, als eine Art Litfaßsäule für das Unternehmen zu agieren. Sprich, es werden die vom Marketing erstellten Bilder und Beiträge zu Produkten und Informationen zu Dienstleistungen gepostet oder mal ein Selfie von einem Teammeeting oder ein Messeauftritt online gestellt. Das ist allerdings viel zu wenig, um bestehende oder auch Neukunden für sich oder für das Unternehmen zu begeistern. Ein Mehrwert für diese Kunden ist nicht erkennbar und damit entfaltet Social Selling überhaupt nicht seine volle Kraft. Dann kommt sofort die Frage, was muss getan werden? Was können unsere Hörerinnen und Hörer konkret tun? Also den Applaus der Kunden sichert man sich, wenn man Social Selling aus Kundensicht denkt und plant. Also was will ein Kunde bzw. potenzieller Kunde zum Beispiel in meinem Profil sehen? Welche Posts stiften einen Mehrwert, sichern einen Erkenntnisgewinn und welche Interaktionen wünschen sich Kunden auf den Plattformen wie LinkedIn oder Xing. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Also vor Kundenterminen, insbesondere bei Neukunden, macht man sich Gedanken über die Wahl der Kleidung, um einen guten ersten Eindruck sicherzustellen. Das heißt, in einem Bankenumfeld zieht man vielleicht eher einen Anzug an mit Krawatte. In einem Produktionsunternehmen, wenn man dort einen Termin hat, geht man vielleicht etwas legerer rein, insbesondere wenn man in die Produktionshalle geht. Aber mal ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir denn mit der Gestaltung und insbesondere der Aktualisierung unseres Profils? Ja, da hast du mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich gestehe für mich selber auch ein, dass ich nach der Anlage meines Profils eher den Fokus auf Posts und eine gewisse Interaktion mit dem Netzwerk gelegt habe, also mit Content, den ich dann da reinstelle und so weiter. Was sind denn die wichtigsten Fehler beim Profil? Na, ich glaube, das geht vielen so, Matthias. Also das Profil wird erstmal angelegt und dann gerät es schnell in Vergessenheit, prägt allerdings deinen ersten digitalen Eindruck, den potenzielle Netzwerker oder potenzielle Kunden oder Kontakte von dir haben. Ich nehme deine Frage mal auf und beschreibe mal drei Punkte, wie man vielleicht erste Chancen zur Positionierung von Kundennutzen bieten kann, aber auch Differenzierung sicherstellen kann. Weil das sind eigentlich drei Punkte, die gerne vergessen werden. Das erste ist Hintergrundbild oder Banner, den man ergänzen kann an seinem Profil. Und da bieten sich Chancen für Differenzierung. Also ein Foto zum Beispiel kann der Ort, wo ich bin, also welche Region ich abdecke, näher beschreiben. Ich kann dort ein Produkt zeigen, das Unternehmen. Ich kann zusätzliche Botschaften reinschreiben. Also zum Beispiel, welchen potenziellen Nutzen biete ich? Hinweise auf Veranstaltungen, Kontaktoptionen. Also zum Beispiel könntest du dort einen Verweis auf unseren gemeinsamen Podcast machen. Das klingt gut und scheint sehr simpel zu sein bei der Umsetzung. Doch was ist mit den beiden anderen? Du hattest ja drei erwähnt. Ja, richtig. Also der zweite Punkt wäre der Lebenslauf, wenn man so will, die Karrierestationen, die ich dort angehe. Die werden oftmals nur aufgelistet, eher wie so eine Tabelle. Dabei bietet diese Sektion deutlich mehr. Also welche Erfolge hat man erzielt, die wiederum einen möglichen
Wert für Kunden darstellen. Zum Beispiel, welche eigene Fachkompetenz konnte man unter Beweis stellen, beziehungsweise mit welcher Leistungsfähigkeit des Unternehmens würden typische Probleme bei Kunden gelöst. Und dann gibt es ja noch die About- oder die Zusammenfassungssektion oder den Bereich im Profil. Hier bietet sich Raum, um die eigenen Fertigkeiten sowie die Produkte und Leistungen des Unternehmens ein bisschen ausführlicher darzustellen, weil ich da quasi in Prosa stärker schreiben kann. Ich kann hier auch Hinweise auf aktuelle Referenzen, Studien oder Veröffentlichungen platzieren. Wichtig auch hier, immer im Hinterkopf behalten, was interessiert denn wirklich den Kunden? Also warum bin ich ein wertvoller Gesprächspartner für den Kunden oder potenziellen Kunden? Allerdings muss ich auch nicht auf eine persönliche Note verzichten. Also ein Hinweis auf Hobbys, Interessen, Unterstützung von sozialen Projekten etc. schärfen natürlich das Profil und runden damit auch die eigene Persönlichkeit ab. Unterstellen wir mal, unsere Hörerinnen und Hörer folgen deinen Ideen und haben dann ein professionelles Profil. Was passiert dann? Das Profil alleine bringt ja wahrscheinlich einen vertrieblich noch nicht so richtig weiter. Ja, absolut richtig. Zunächst gilt es, Routinen zu entwickeln und die eigenen Social-Selling-Aktivitäten in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren. Es empfiehlt sich dafür, 15 bis 30 Minuten pro Tag einzuplanen und idealerweise legt man sich direkt eine Erinnerung, also einen Kalendereintrag an, um das auch nicht zu vergessen. Ich bin bescheiden und nehme mal die 15 Minuten. Reichen die denn aus? Ja, wenn es regelmäßig ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Du konzentrierst dich in den 15 Minuten darauf, neue Kontakte zu gewinnen. Beispielsweise 5 bis 10 relevante Kontakte, also Kunden oder Neukunden, pro Woche, die du dazu gewinnen willst. Das ist in 15 Minuten pro Tag gut zu schaffen. Dann hast du rund 40 neue Kontakte pro Monat, also rund 500 pro Jahr. Wenn man jetzt mal annimmt, dass 10% davon zu einem Lead werden, dann hast du einen zusätzlichen Lead pro Woche und bei einer vernünftigen Hitrate von rund 20% sind das am Ende 10 Aufträge mehr pro Jahr. Das klingt einleuchtend und sollte motivieren, denn mehr Leads, qualifizierte Leads, die man selbst generiert hat, das ist doch das Eldorado, sollte es zumindest sein, für den Vertrieb. Was kann ich denn jetzt tun, um aus den Kontakten Leads zu machen? Ja, hier setzt im Grunde die klassische Vertriebsarbeit an. Also es gilt herauszufinden, was deine Kontakte bewegt, welche Themen interessant sind. Kann ich halt mal auf die Profil schauen, auf die Posts schauen, die die Kontakte so machen und dann natürlich einen entsprechenden Mehrwert dazu liefern. Mir erscheint es jetzt aber nicht so, dass so Fotos vom Messestand oder den Produktneuheiten einen großen Wert liefern. Allerdings sieht man das sehr, sehr häufig. Wie schätzt du das ein? Ja, das stimmt. Sieht man sehr häufig, ist auch grundsätzlich okay, solange es nur ein Teil der Aktivitäten auf einer Plattform ist. Also rund 10 bis vielleicht 20% der Aktivitäten. Bringt uns dann schnell zu den anderen 80%. Was ist damit? Stimmt. Stichwort Mehrwert. Also das kann natürlich produkt- oder problembezogen sein und damit konkrete Hilfestellungen und Einblicke für das eigene Netzwerk geben. Also Checklisten bieten sich an, Fallstudien, wie man also konkret Probleme gelöst hat. Vielleicht auch spannende Studienergebnisse, um die relevanten Stellhebel zur Lösung von Problemen zu identifizieren oder um noch erfolgreicher zu werden, um mal ein paar Beispiele zu geben. Es kann aber auch das Weiterleiten eines Artikels, einer Grafik oder ähnliches sein, die man dann allerdings mit persönlichen Erkenntnissen anreichert. Also welche Ideen, welche spannenden Inspirationen hat man aus dem Artikel gezogen? Und simpel gesagt, also wie erzeugst du mit deinem Post eine Art Aha-Moment bei deinen Kontakten in deinem Netzwerk? Und da ist sicherlich nicht immer das Hochglanzfoto eines Produktes die richtige Wahl. Wenn wir dann ganz konkret rangehen und ich dich richtig verstanden habe, könnte ich also den Podcast, den wir jetzt gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufnehmen, teilen und dabei erwähnen, dass ich neue Erkenntnisse, was im Übrigen stimmt, gewonnen habe für mein LinkedIn-Profil. Und dann könnte ich zum Beispiel Optionen mit dem Banner nutzen und so weiter. Absolut richtig. Kann ich auch nur unterstützen, unseren Podcast dann auch auf LinkedIn zu promoten, ist ein gutes Beispiel. Und du kannst dann auch direkt in die Interaktion gehen und zum Beispiel fragen, welche Erfolgsfaktoren hat denn dein Netzwerk mit Social Selling erlebt oder welche Erfolgsgeschichten gibt es noch? An dieser Stelle ein Versprechen werde ich machen, sobald der veröffentlicht wird. Dann komme ich aber mit diesen 15 Minuten, die du mal so am unteren Ende der Range genannt hast, nicht hin. Das stimmt. Also auch beim Social Selling gilt 10% Inspiration, 90% Transpiration, sprich Arbeit am Ende des Tages. Allerdings sollte ich die Zeit vielleicht auch eher als Investition sehen. Als Return on Invest bekomme ich dann bessere Kontakte. Genau, zum Beispiel eine gute Positionierung. Denn eins ist auch klar, der Auftrag wird nicht über einen Post oder Kommentar bei LinkedIn vergeben, sondern immer noch in der Offline-Welt. Doch bei den Kontakten in meinem LinkedIn-Netzwerk kann ich mich, mein Unternehmen, meine Lösung interessant machen, mich als Experte positionieren
Und du hast vorhin ja unsere Trendstudie erwähnt. Thought Leadership zu etablieren ist ja auch eines der Top 10 Trends aus der Studie. Doch lass uns nochmal zurück zum Nutzen, zum Mehrwert gehen. Also die Aktivitäten helfen mir, damit ich mehr Kontakte und Beziehungen in die Offline-Welt transferiere, weil ich das Gefühl erzeugt habe über die Aktivitäten auf LinkedIn beispielsweise, dass ich irgendwo einen Nutzen bieten kann, dass es interessant ist, sich mit mir über ein Thema weiter zu unterhalten. Und so bekomme ich vielleicht Zugang zu Personen, die ich mit klassischen Cold-Calling-Aktivitäten nicht erreicht hätte. Okay, also ich nehme mal mit, dass es sich lohnt, für Updates beim Profil zu investieren. Du hast ja gute Beispiele genannt. Zudem sollte ich 15 bis 30 Minuten pro Tag für Social-Selling-Aktivitäten einplanen. Ich gehe zurück zu deinem Zähne-Reinigen, Zähne-Putzen, solche Dinge. Haben wir auch einen festen Plan. Und den Fokus auf die Erweiterung des Netzwerkes legen. Dies kann ich dann mit wertvollen Informationen versorgen. Hast du jetzt zum Schluss unseres Podcasts noch einen heißen Tipp? Na, vielleicht nicht einen heißen Tipp, aber vielleicht noch was zur Motivation. Also Aktivitäten beim Social Selling sind vergleichbar mit dem Versuch abzunehmen. Nach dreimal Joggen gehen sollte man nicht erwarten, dass die Funde direkt purzeln. Also auch hier ist Kontinuität erfolgskritisch. Und analog zum Blick auf die Waage hilft dann der regelmäßige Check, zum Beispiel über den eigenen Social Selling Index. Dort kann man sehen, wie gut man ist und wo man sich noch verbessern kann. Und den Link zum Social Selling Index, den können wir ja in die Shownotes für unsere Hörerinnen und Hörer stellen. Okay, Markus, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einblicke zu Social Selling. Wir haben begonnen und haben gesagt, eigentlich alles klar, unterstreichen wir jetzt eigentlich, sondern es gibt eine ganze Menge an mehr Dingen, die du uns jetzt nochmal näher gebracht hast. Und ich verspreche dir, ich werde mich darum kümmern, also persönlich. Der Blick in die Shownotes lohnt sich, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Neben dem Link zu Social Selling, zum Social Selling Index, finden Sie dort auch einen Link zu unserer Trendstudie, die wir hier angesprochen haben in dem Podcast. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Am 27.04. können Sie in unserem Webinar Inside Sale 2023 uns virtuell besuchen und sich mit uns austauschen, uns Ihre Fragen stellen zu diesem hochspannenden Thema, wie man Kleinstkunden professionell und profitabel managt. Sie ahnen es schon, den Link zur Anmeldung finden Sie ebenfalls in den Shownotes und wir freuen uns auf Sie an diesem Tag mit dem Webinar.